Das Spiel läuft. Leverkusen mit dem Anstoß. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Guter Pass jetzt. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Mit dem Ball schöne Pässe jetzt. Robert Andrich. Ist das das Tor? Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Schuss für Belarabi. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Niklas Dorsch. Vargas. Gefährlich, der Steilpass. André Hahn. Chance aus kurzer Entfernung, aber Radetzky sagt, nicht mit mir. Ecke in die Mitte. Da rettet er für den Keeper. Muss Elfmeter geben, das war Hand. So, jetzt das Tor. Dann ist es nur noch ein Treffer Rückstand. Überragend gehalten vom Tor. Ja, und klar, ein bisschen Glück gehört da auch dazu. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in... Er kann es machen. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. So ist dieses Tor entstanden, dann kommt die Flanke und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz, besser kannst du das Ding nicht verwerten. Da kommt der Schusspfiff, der Sieger dieses Spiels heißt Bayer Leverkusen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben, schlicht und ergreifend. Überzeugend. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen.